Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer vorweihnachtlichen Produktvorstellung. Und ihr seht ja, es weihnachtet sehr. Bei mir hat es auch geweihnachtet, rundrum. Mein Wintergarten ist endlich fertig, aber darum geht es hier nicht. Heute geht es um tatsächlich zwei von vier Produkten von der Refactory. Smart Roller M werde ich gucken, dass ich ihn bei mir verbaut kriege. Der ist heute nicht dran. Aber damit ihr ihn schon mal gesehen habt, da wird in nächster Zeit was kommen. Smart Feeder wird auch demnächst vorgestellt und ist heute aber auch nicht dran. Ja, bleibt nicht mehr so viel, ne? Tatsächlich kümmern wir uns heute um die Dosing Pump ATO und um die Dosing Pump CR, Calcium Reaktor. Und da fangen wir dann gleich direkt mal mit an. Ja, Leute, gehen wir dann mal in Medias Res. Durch die, ich sag mal, selbst entwickelten Dosierpumpen von der Refactory haben sie natürlich jetzt tatsächlich die Möglichkeit, viele, viele Dinge zu realisieren, die ja vorher in der Form nicht so gingen. Wir schauen uns erstmal an, was wir so alles fürs Geld bekommen. Preis blende ich euch mal kurz unten mit ein. Entsprechender Link zu einem Shop befindet sich auch in meiner Infobox. So, wir kriegen als erstes Schlauch. So. Leute, warum ist hier kein so schöner Acrylhalter drumherum? Okay, anderer Schlauch passt wahrscheinlich nicht rein. So, haben wir dann einmal. Dann haben wir die Dosing Pump, die wir im Prinzip schon kennen. Allerdings, hier haben wir dann dementsprechend noch die Anschlüsse dran für die Levelschalter und das bewährte DIN-Mounting-System. Dann haben wir hier natürlich unsere Stromversorgung und Zubehör. So, dann haben wir hier die Schwimmerschalter, die wir eigentlich von der Refactory her kennen, aber das sind meines Erachtens leicht andere, wie ich sie kenne von dem vorherigen Levelkeeper. Müssen wir mal schauen, wie sie sich im Betrieb dann geben. Und ja, weiter geht's mit Halterungen. Jede Menge Schläuchlein. 1, 2, 3. Einmal die Halterungen für die entsprechenden Levelsensoren. Die müssen wir gleich noch zusammenbauen. Und das sieht erstmal danach aus, als wenn es das war. Ja, das ist nicht viel, aber es reicht vollkommen aus. Nee, packen wir nicht hier unten hin, packen wir hier oben hin. So. Gut, ich würde sagen, ich baue kurz die Halterung zusammen und dann schauen wir uns das Ganze nochmal etwas genauer an. So, Leute. So. Ich habe das Ganze mal so rum zusammengebaut. Ist falsch rum, weiß ich. Also diese Öffnung hier müsste normalerweise auf die andere Seite sein, damit man die in normalen Technikbecken einhängen kann. Kann ich bei mir nicht machen. Wisst ihr, ich habe kein normales Technikbecken. Von daher muss ich das Ganze jetzt so zusammenbauen. Also, vier Schräubchen, 1, 2, 3, 4 an den Stellen, wo ihr es einbauen wollt. Und dann könnt ihr die Sensoren im Prinzip da schon montieren. So, jetzt haben wir hier jede Menge Kabel. Wir könnten aber auch noch ein bisschen Kabel haben. Also wir haben schon zur Messstelle, können wir schon ein Stück überbrücken. Das ist schon mal sehr gut. So, das übliche System. Da unten ist eine kleine Gummidichtung drunter. Die lassen wir am besten drunter. Schrauben die raus. Setzen das Ganze hier unten einfach ein. Und werden mir wahrscheinlich jetzt einige in den Kommentaren schreiben, die Gummidichtung muss aber nach oben. Ganz ehrlich, ich gucke gleich mal in die Bedienungsanleitung, ob da irgendwas zu sehen ist. Aber ich glaube nicht. Guckst du. Weil eine süße kleine Bedienungsanleitung haben wir hier nämlich auch noch. Lass mal eben gucken. Tatsächlich nicht. Also ich blende euch das nochmal ein, wie es hier im Detail aussieht, aber ich sehe nicht, wo die Gummiringe sein sollen. Die sind tatsächlich gar nicht abgebildet. Also könnt ihr machen, wie wollt ihr. Ich will das so und ob das so richtig ist oder nicht, das sehen wir dann
Später. So, wieder aufdrehen. Einmal von unten rum reinstecken. Ihr kennt das. Es kann sein, dass ich hier meine Halterung noch ein bisschen verändern muss, damit die auch bei mir vernünftig in der Höhe passt. Weiß ich noch nicht. Weil es kann sein, dass das hier bei mir tatsächlich zu hoch ist. So, jetzt haben wir hier oben noch die Möglichkeit der Kabelführung. Da oben sind Aufnahmen. Da können wir die Kabel dann dementsprechend reinpacken. Ihr seht, das geht hervorragend bei mir, weil ich nämlich sowas von schlecht vorbereitet wieder bin. Wie immer. Ne? Also ich stelle euch was vor und habe da überhaupt keinen Plan von. Aber das ist ja normal bei mir. So. Dann drehen wir die Schräubchen wieder fest. Das ist auch fest. Und ihr seht, Vorteil, dass ich das Ganze jetzt so rummontiere, weil ich das Ganze mit einem Magneten hier festmache, ist natürlich, dass das da oben gesichert ist. So, und wenn der Pfosten das Ganze noch richtig gemacht hätte, dann könnte der das Kabel jetzt hier auch noch dran vorbeilegen. Zack. Zu, zu. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, tatsächlich hinzugehen. Das ist der obere Wasserstandssensor, wenn er zu hoch ist. Und das ist der normale Wasserstandssensor für unten. Und je nachdem, ob das passt oder nicht, muss ich mal schauen, werde ich das entweder wahrscheinlich noch ein bisschen nach oben versetzen oder nicht. So, wir haben dann, wenn das dann richtig rummontiert wäre, noch diese süße Schraube hier. Bitte beim Anziehen dieser Schraube darauf achten, dass ihr nicht zu viel Druck ausübt. Ja, das reicht ein leicht anziehen. Das reicht vollkommen aus, um hinzugehen und das Ganze in Position zu halten. Mehr muss es nicht. Ja? Es muss nicht bombenfest sein, weil ansonsten hier oben diese Aufnahme, die werden dann auseinandergebogen und gegebenenfalls könnten sie dann brechen. So, jetzt ist mir gerade eben eine Kleinigkeit aufgefallen und ich habe auch noch nicht wirklich offiziell gesehen, wo es ist. Aber wir haben hier zum Beispiel noch einen Schlauchverbinder. Da weiß ich noch nicht wofür. Aber die Refactory ist momentan sehr auf Platz bedacht. Also ja, dass sie halt Platz einspart. Und ich weiß, hier in dem Kartönchen ist noch Platz gewesen. Und siehe da. Moment, ich räume es mal eben hier zur Seite. Da ist die Halterung für die Wassereinfüllung. Genau, die habe ich nämlich gerade eben noch gesucht. Die können wir nämlich dann hier dementsprechend die Schläuche einhaken, beziehungsweise, wo habe ich sie jetzt hingelegt? Hier, diese Schlauchhalterung sollte eigentlich damit reinpassen. Nein, tut sie nicht, doch tut sie wohl. So, und dann können wir das Ganze fixieren, so wie wir das wollen. Und dann haben wir hier eine saubere Führung. Schlauch von oben und Schlauch weiter nach unten, damit es vielleicht nicht plätschert. Und dann passt das. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Kann man sich nicht genug beschweren. So, das sind die Teile, die wir jetzt im Prinzip kriegen. Netzteil, das übliche Spiel wieder. Und auch hier wieder der Hinweis darauf, bitte geht hin und markiert euch eure Netzteile. Weil wie gesagt, mit Masse sind sie zwar untereinander kompatibel. Ich gucke mal drauf, was haben wir hier stehen. Hier stehen 12 Volt, 1 Ampere, 12 Watt. Wir haben aber auch Geräte, die mehr brauchen. So, und wenn ihr die jetzt untereinander vertauschen solltet, dann macht es einmal Puff und das Gerät ist kaputt. Uncool, wollen wir nicht. Also, ich gehe hin und habe einen Beschrifter oder nehmt euch einfache Klebeetiketten, macht sie euch hier auf die Rückseite drauf, schreibt drauf, was das ist und dann gibt es damit auch keine Probleme. Blende ich euch gleich mal kurz mit ein, wie ich das gemacht habe. Ist sehr praktisch. Vor allem dann, wenn man jede Menge von diesen Netzteilen an seiner Steckdosenleiste hat und gar nicht weiß, welches Gerät ist es denn nun. Ne? Hilft dann dabei auch. Also nicht nur, wenn man an dem Gerät rumfummeln will, beziehungsweise Wartungsarbeiten machen möchte oder einmal den Schrank neu aufräumen und alles auseinanderrupft und dann fragt, welches Teil kommt denn jetzt wohin. Ja, das wäre dann ganz praktisch. Ja, zur ATO selber. Das übliche neue Out,
Outfit, sage ich jetzt mal. Wir haben hier oben den Punkt aufgedruckt für den Reset. Der wird da oben einfach im laufenden Betrieb drangehalten. Dann verändert sich die Lampe. Wir haben hier hinten das neue Mounting-System. Und auf der Rückseite, gleich wichtig für den Verbindungsassistenten, den wir jetzt gleich mal machen werden, um diese Pumpe ins Netz bzw. ins Smart Reef zu bekommen. Zur Pumpe selber erzähle ich euch mal ein paar Kleinigkeiten, die ich natürlich mal wieder ablese, weil ich nicht alles im Kopf habe. Und es ist im Prinzip nichts anderes wie eine normale Dosierpumpe, die wir jetzt kennen, also sprich die Pro-Pumpen. Sie hat einen anderen Kopf. Sie hat sehr viel größere Durchlässe hier und ansonsten können wir das Ganze hier auch wie gewohnt bei den Pumpen abnehmen. Na komm. So, der Pumpenkopf sitzt hier allerdings sehr fest. Das habe ich schon mal gehabt, ja. Und ihr seht, das ist die gleiche Aufnahme, ist das gleiche Grundsystem, wie wir es kennen. Und das Einzige, was sich geändert hat, tatsächlich, ist dann hier der Schlauchdurchmesser, die Schlauchdicke hier. So, und das ist tatsächlich das Einzige, was sich von Pumpenart zu Pumpenart bei diesen Pumpen hier ändert. Und ansonsten ist das alles das Gleiche. Das heißt, theoretisch könnten wir hier sogar eine Feindosierung mitmachen, wenn wir das wollten, weil die Pumpenköpfe sind untereinander kompatibel und ich bin wieder hier zu blöd, das Ding da reinzusetzen, wie immer. Aber das kennt ihr ja auch von mir. Und wichtig, damit das Ganze akustisch passt, hatte ich auch mal gezeigt, dass hier vorne in der Führung drin sitzt. So, und was auch Phase ist, wir können das so rum oder so rum montieren, das ist der Pumpe und allem anderen hier vollkommen egal. Wenn ihr die Auslässe oben habt, dann könnt ihr die auch so nach oben montieren. Das ist kein Thema. Ja? Original vorgesehen ist es so, dass es nach unten ist, muss einrasten und darf nicht wackeln. Das ist wichtig. Ja, dann machen wir hier hinten das auch mal ab und ich mache mal kurz einen kleinen Schnitt, sorg für Strom. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze ins Smart Reef reinkriegen. So Leute, dann legen wir mal los und bringen das Ganze hier mal online. Gemäß Bedienungsanleitung bitte vorgehen, weil wir haben tatsächlich, also das hier sind die beiden Stecker für die Level-Sensoren. Kein Strom. Das wäre rein theoretisch machbar, dass man den Strom auch hier reinstecken kann. Aber spätestens dann habt ihr ein kaputtes Gerät. Also, Strom gehört in den kurzen Stecker. Level-Sensoren gehören hier rein. Und da ist es vollkommen egal, welche ihr wo reinpackt. Der muss nur im Prinzip wissen, der geht nachher anschließend hin. Bei einem Level-Sensor, der Höhenunterschied, den nimmt er dann als Master-Sensor fürs Nachfüllen und den zweiten Level-Sensor, den nimmt er dann als Maximalhöhe, wo er dann einen Alarm rausschmeißt. So, Level-Sensoren angeschlossen. Check. Dann gehen wir hin, setzen das Ganze unter Strom. Und wir kriegen Licht. So, und was grundsätzlich gemacht werden sollte vor der Inbetriebnahme, ihr geht hin und macht einmal einen kompletten Reset, ein Factory-Reset. Ja, das heißt, ihr nehmt den hier, legt den oben drauf und dann fängt das Licht hier oben, geht mal kurz aus, 1, 2, 3, 4, 5, genau, dann fängt es an zu blinken und wenn es an zu blinken fängt, mehrfach, ist das ganze Gerät auf 0 zurückgesetzt. Dann können wir es wegnehmen, den wieder in die Schublade legen, zu den anderen Magneten, damit die sich unterhalten können und dann können wir anfangen, hier zu verbinden. So, jetzt gehe ich mal in meine App rein und dann machen wir mal zusammen die Verbindungsroutine hier. Ich muss gerade eben mal kurz was einschalten. So, dann schalten wir mal die Kamera hier vor Ort mit ein. Und wir gehen auf Devices
Und wir haben im oberen linken Bereich die Möglichkeit, dann hinzugehen, ein Add-Device durchzuführen. Das tun wir jetzt mal und kriegen dann dementsprechend die Auswahl, was wir hinzufügen können. Also Fakt ist, die komplett neue Verbindungsroutine hier ist sehr viel einfacher gestaltet als wie alles andere. Ihr braucht nicht mehr ins Netzwerk von dem Gerät hier zu wechseln. Ihr braucht nicht mehr über den Browser zu gehen. Das geht alles ganz einfach über Smartphone. So, und ich muss mal gerade eben mal gucken, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Level-Sensoren, Dosing-Pump-ATO. Ah, da drücken wir jetzt mal drauf. Weiter. So, und wir können die Seriennummer, entweder die hier hinten drauf steht, von Hand eingeben, aber wir haben darunter auch einen QR-Code. Und ich habe es mit dem iPad Pro jetzt noch nicht probiert und die neue Version, die ich jetzt hier habe, weiß ich auch nicht. Ich mache es jetzt mit dem Handy, ich gehe auf Scanne, dann kriege ich die Kamera freigegeben und der muss nur einmal den QR-Code sich anschauen und dann steht die Seriennummer schon weiter. So, und dann sage ich verbinden. Dann verbindet das die App sich ja, mit dem Wi-Fi von diesem Gerät und handelt alles weitere aus. Mit Gerät verbunden. Und jetzt kommt die Netzwerkliste und heute bin ich vorbereitet. Ich habe mein WLAN-Passwort. So, das sind meine Netzwerke. Und ihr seht, er kennt hier schon verschiedene Netzwerke. Und mein Passwort setze ich dann da unten mal ein. Und dann gehen wir auf Weiter. Ja, verbinden. So, jetzt haben wir einerseits einen Fehler, der oben angezeigt wird. Der ist aber uninteressant, weil er sich einerseits mit dem Netzwerk hier von dem Gerät nicht mehr verbinden kann, weil das Netzwerk hat sich nämlich jetzt mit dem Heimnetzwerk verbunden. So, Dosing Pump ATO müsste jetzt in meiner entsprechenden Liste drinstehen. Ich gehe zurück zur Aquarienliste. Da ist mein Gerät, das kann ich jetzt benennen und ich nenne es, setze da eine Zahl vor, weil ihr könnt mit der Reihenfolge der Zahlen, wenn ihr vor den Geräten Zahlen setzt, könnt ihr die Reihenfolge bestimmen, wie das Ganze in eurem Dashboard erscheint. So, und ich nenne das Ganze jetzt mal 1.6 Dosing Pump. Gefunden, das Ganze vom Shallow Reef und das ist von Polen Crazy Corals. Speichern. So. Und jetzt habe ich da oben einen Fehler gemacht mit der Beschriftung. Ich habe da nämlich einen Punkt zwischen gesetzt. Den sollte ich nicht machen. So. Nein. Knapp daneben auch vorbei. Sorry. Ich habe mich verdrückt. Also nochmal. So, fertig, speichern. So, und das Ganze ist jetzt da unten eingereiht worden. Und jetzt haben wir hier dementsprechend die Ansicht. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal etwas genauer an. Wir haben jetzt momentan den Stand über. Über bedeutet, dass momentan einer meiner Sensoren, ich lasse die mal so auf dem Tisch liegen, weil dann kann ich nämlich am besten damit spielen, dass beide Sensoren oben sind. Das heißt, der Wasserstand ist zu hoch. Dann zeigt er mir über an und gibt mir eine Benachrichtigung. So, Wasserstand ist zu hoch. Ja, Level-Sensor, oberer Tank, nee, knapp daneben ist auch vorbei. Das ist gar nicht das Gerät. Streicht alles, was ich gesagt habe. Ich behaupte ab sofort das Gegenteil. Wir gehen mal hin und packen das Ganze nach unten. So, jetzt zeigt er mir hier an unter. Das heißt, beide Sensoren sind unten. Der hat jetzt eingestellt hier in der Mitte eine Frequenz. Alle 10 Minuten überprüft er den Wasserstand und alle 10 Minuten geht diese Pumpe hin und füllt nach. Wenn ich jetzt auffülle und das Ganze nach oben rutscht, seht ihr, da kommt jetzt der entsprechende die Information, Wasserstand okay. Wenn der andere Level-Sensor jetzt auch noch nach oben geht, dann kommt die Meldung über. So, jetzt kann ich natürlich hingehen und mir das Ganze so einstellen, dass ich da eine entsprechende Push-Benachrichtigung kriege oder nicht. So, dann haben wir hier Settings. Wir müssen natürlich den Durchfluss dieser Pumpe noch kalibrieren.
Wie jede Dosierpumpe muss sie kalibriert werden, damit wir dann dementsprechend hingehen können und sagen, okay, so und so viel Wasser hat sie jetzt tatsächlich nachgepumpt, damit wir sehen können, A, wie viel ist reingegangen und B, wie viel ist gegebenenfalls in meinem Osmosebehälter noch drin. Also Kalibrierung wäre jetzt erforderlich, mache ich gleich beziehungsweise später. Und dann haben wir hier Container, Container ein oder Container aus. Ich habe jetzt tatsächlich da eine automatische Nachfüllung in meinem Container über Level-Sensoren. Habe ich jetzt ein begrenztes Volumen, sage ich jetzt mal 5 Liter oder so, ne? Dann ist es natürlich sinnvoll, bei einer kalibrierten Pumpe zu sehen, aha, mein Container ist fast leer. Bei mir brauche ich das nicht, weil mein Container sich selbstständig wieder nachfüllt. Das ist natürlich eine coole Aktion. Aber hier kann ich hingehen und sagen, okay, Container ein. Aktueller Wert, meinetwegen 5000 Milliliter und Kapazität 5000 Milliliter oder 10.000 oder je nachdem, wie groß euer Osmosebehälter ist. Und der aktuelle Wert, der dann tatsächlich, der tatsächliche Wasserstand. Und ihr könnt im weiteren unteren Teil einstellen, wie viele Tage vorher er euch benachrichtigen soll, wenn das Wasser zu wenig ist. Ich brauche das nicht. Ich schalte das nämlich jetzt aus und dann speichere ich das. So, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich kann das Ganze ausschalten für eine gewisse Zeit. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit einer maximalen Nachfülldauer. Dafür müssen wir natürlich wissen, was schafft diese Pumpe tatsächlich in der Minute. Ich glaube, das sind bis zu 63 Milliliter. Reiche ich euch aber nach, schreibe ich mit unten drunter. So, und dann haben wir noch halt WLAN zurücksetzen und auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das kann man hier aus der Software heraus auch machen. So, und was haben wir hier noch? Manuell. Wir können auch dementsprechend jetzt einen Refill machen, einen manuellen Refill über die Sensoren hinweg. Also wir können uns darüber wegsetzen. Und geben dann dementsprechend die Milliliterzahl an, die wir brauchen und dann läuft das Ding so lange durch. Vorausgesetzt, er läuft dann nicht in diese maximale Nachfülldauer rein. Das muss euch auch klar sein, das müsst ihr euch im Hinterkopf halten. So, dann haben wir noch den View und wie gesagt, wir haben die Möglichkeit in 10, 30 und 60 Minuten Abständen den Wasserstand kontrollieren zu lassen. Da der Pumpe das relativ egal ist, kann man das ruhig bei 10 Minuten lassen. Oder man stellt sie auf unendlich. Unendlich bedeutet, dass der permanent das Wasser nachfüllt. Oder dieses Zeichen ist mir gerade noch unbekannt. Das müsste ich jetzt nochmal prüfen. Oder wir gehen hin und haben die entsprechende Möglichkeit, das Ganze auszuschalten. Für eine gewisse Uhrzeit, das ist auch möglich, oder komplett. Ja, also Uhrzeit, ihr macht jetzt meinetwegen irgendwas am, macht einen Wasserwechsel und sagt, ihr braucht jetzt 20, 30 Minuten. So, dann geht ihr hin und sagt, ich will hier jetzt 30 Minuten ausschalten. So, und dann kann man dann dementsprechend hier, ja, da steht dann oben ausgeschaltet. Und da oben läuft dann dementsprechend der Timer 30 Minuten. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin jetzt fertig, turn on und das Ding ist wieder in Betrieb. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss das Ding jetzt erstmal bei mir verbauen. Warum hier auf dauerhaft messen auch vorteilhaft ist, hier drin ist natürlich erstmal kein Relais, was ich sag mal, eine Last schalten muss, eine 220-Volt-Pumpe schalten muss. Bei dem alten Level Keeper war es so, da haben wir ja dementsprechend über eine externe Pumpe innen drin ein Relais geschaltet, Lastenschaltung auf 220 Volt und die hat dann im Endeffekt mein Netzteil oder meine Pumpe direkt angesteuert und die Pumpen sind halt nicht dafür ausgelegt, ständig an, aus. Das ist eine, ich sag jetzt mal ganz doof, eine Schwachstelle gewesen. Das fällt hier natürlich raus, weil die Dosierpumpen sind für Dauereinsatz gemacht. Ja, ob die jetzt geschaltet werden über die Level-Sensoren oder ob die jetzt intern über die Software geschaltet werden, ist vollkommen, ich sag mal, egal, Wumpe.
von daher könnt ihr das einstellen, wie euch das gefällt. Ja, auf Dauer oder alle 10 Minuten, alle 60 Minuten, so wie ihr das haben möchtet. Ja, ich werde das Ding jetzt mal verbauen, dann können wir das anschließend uns bei mir im Schrank anschauen und dann sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Ja, Leute, bevor wir aber jetzt gleich ans Aquarium gehen, machen wir noch eben die Dosing-Pump-Calcium-Reaktor. Da gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Doch, gibt es. Wir schauen uns erstmal an, was wir kriegen. Was ist, wofür die eigentlich gedacht ist, dürfte klar sein. Calcium-Reaktoren brauchen eine kontinuierliche Zuführung von Aquarienwasser. So, in der Regel sind da entsprechende Pumpen mit dran. Aber hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze, ja, ich sage es mal, von extern zu steuern. Wenn jetzt meinetwegen eine pH-Messung zusätzliche pH-Messung stattfindet, könnte man zum Beispiel auch die Wasserzufuhr regulieren, beziehungsweise den Reaktor mehr KH zuführen lassen, etc. pp. Das ist durch die externe Steuerung dieser Pumpe möglich. Also, grundsätzlich ist es so, das ist eine Dauerlaufpumpe. Die kann richtig Marathon laufen. Nein, sie läuft permanent. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze, ich sage es mal, so einzustellen, dass sie zwischen 0,1 und 62 Milliliter pro Minute an Flüssigkeit fördert. Das heißt, wenn ich die einschalte und ihr sage, pass auf, du hast jetzt die und die Kalibrierung, dann läuft die durch. 24/7. 365 Tage. Ja, so ist der Plan. Eigentlich gedacht für Calcium. So, jetzt bin ich mal dreist und frech und sage, die kann ich aber auch für was anderes noch benutzen. Und ich habe tatsächlich die Möglichkeit, ich sage jetzt mal, Phytoplankton hinzuzuführen, dauerhaft. Oder wenn ich jetzt hingehe und meine Messtechnik das Wasser nicht zurückführe, also zumindest vom KH-Keeper, vom Smart-Tester darf es ja nicht zurückgeführt werden, aber damit dann dementsprechend hinzugehen und diesen Wasserausgleich zu realisieren, indem ich meinetwegen irgendwo einen Kanister stehen habe mit 10 Liter fest angesetztes Meerwasser und sag, pass auf, ich weiß, dass am Tag so und so viel Wasser da rausgeht, dann kann ich auch hingehen und mit dieser Pumpe dauerhaft, wenn ich das Ganze hochrechne über den Tag, die entnommene Wassermenge dann damit wieder zurückführen. Ist natürlich nicht ursprünglich dafür gedacht, klar, logisch, weil ursprünglich ist sie für den Calciumreaktor gedacht und ist halt auch, ich sag mal, von den Schläuchen her, haben wir hier Schläuche drin verbaut, die besonders chemisch beständig sind. Lass mal eben gucken, wie hieß das Material? Habe ich mir mal wieder keinen Plan. BPT-Material. Was es genau heißt, versuche ich noch rauszukriegen, blende ich euch noch drunter. Das ist besonders chemisch, hält besonders chemische Verbindungen aus. Das heißt, wir können damit dementsprechend gut solche Materialien, ich sag mal, wie für einen Calciumreaktor oder ähnliches, dosieren. Das vertragen die. So, wir haben hier einmal die Schlauchaufsätze und dann haben wir hier auch noch welche mit einem geringeren Durchmesser. Wenn wir das Ganze austauschen wollen, wenn uns das zu viel, zu groß ist. Das ist schon mal machbar. Ich würde sagen, ich heb das Ganze jetzt nochmal eben kurz in die Cloud rein. Oder ja, könnte eigentlich direkt dranbleiben. Das ist ja kein Hexenwerk. Geht ja relativ schnell mittlerweile mit der neuen Verbindungsroutine. Zur neuen Verbindungsroutine gibt es übrigens auch ein extra Video, was ihr, das habe ich aus der Vorstellung von der ATO rausgeschnitten. Ist total easy, total einfach. Und im Prinzip, wir gehen hin, montieren die Pumpe im Prinzip so, wie sie soll, setzen sie unter Strom. Dann ist einmal hier oben grün. Und dann gehen wir mal mit dem Neodym-Magneten hier oben hin und setzen das Gerät auf Werkseinstellungen definitiv zurück, bis das hier oben anfängt, schnell zu blinken. So, da haben wir es. Und jetzt können wir das Ganze wegnehmen. Jetzt ist das Gerät auf
Factory Reset. Und ich gehe jetzt hier mal hin und wechsle mein Netzwerk, damit ich in mein Smart Reef reinkomme. Und dann machen wir mal eben die Verbindungsroutine. Genau, Gerät ist nicht verbunden, kann ja auch nicht, weil die ist noch nicht verbaut. So, ihr könnt noch nichts sehen. Warum nicht? Weil ich es noch nicht eingeschaltet habe. So, 3, 2, 1, meins. Meine Device-Liste oben links haben wir dann dementsprechend Add Device. Und dann suche ich mir mein Gerät raus, was hier immer noch nicht mit Bild hinterlegt ist, aber egal. Dosing Pump CR, da gehe ich drauf, unten auf Weiter. Ich kann das Ganze von Hand eingeben. Hier auf der Rückseite steht die Seriennummer, da ist aber auch ein QR-Code. Dann gehe ich auf Scannen, der greift dann auf meine Kamera zu. Das muss ich ihm natürlich bei der erstmaligen Verwendung erlauben. Lese den QR-Code und ihr seht, da ist dann dementsprechend die Nummer eingegeben. Ich gehe auf Verbinden. Ja, du darfst. So, der verbindet sich jetzt mit dem Netzwerk. Dann sucht er die Liste durch, welche Netzwerke hier in der Umgebung sind. Und wir nehmen uns dieses, welches, und setzen das Passwort ein. Haha. Kurzer Schnitt. Beziehungsweise, ja. Wo habe ich's? Er hat sich nicht mehr gemerkt. So. Weiter geht's. Einsetzen. Weiter. So, dann kriegen wir kurz eine kleine Fehlermeldung. Verbindung mit der Fritzbox fehlgeschlagen. Moment, jetzt muss ich erstmal in die Liste gucken. Doch, hat funktioniert. Ja, aber das ist bei mir irgendwie ganz komisch, weil ich verschiedene Zugangspunkte habe, die gleich heißen. Aber in dem Video, was ich gemacht habe, ist die Verbindungsroutine ganz normal. Da gibt es natürlich auch kurz eine kleine Fehlermeldung, die oben eingeblendet war. Und besagt im Endeffekt nur, dass er sich zu dem Netzwerk von der Pumpe jetzt nicht verbinden konnte, weil er sich natürlich jetzt im Heimnetzwerk befindet. Also, hier haben wir auch noch wieder die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das irgendwo hin haben. Ich setze das jetzt mal auf Position 25. Nein, nicht Tipps. Dosing.cr. Dann, ich habe so dicke Finger. Speichern. So, und da unten steht sie dann jetzt im Endeffekt drin. Da wollte ich nicht hin. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und wir haben hier Continuous. Da sehen wir im Endeffekt, wie viel Milliliter eingestellt sind. Dann gehen wir mal in die Settings rein. Kalibrierung erforderlich. So. Ich möchte jetzt aber, dass dieses Gerät einmal arbeitet, ohne Kalibrierung. Also wir müssen natürlich hingehen und einmal das Gerät logischerweise kalibrieren. Aber wir haben halt auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt einen Zeitplan, täglich erstellen. Die Gesamtmilliliterzahl, ich sage jetzt mal 150 Milliliter, wenn ich die als Nachfüllpumpe einsetzen würde, wäre jetzt zum Beispiel die Menge, die fiktiv gesehen jetzt meine Pumpen, meine Messgeräte da aus dem Aquarium herausnehmen. Dann sage ich erstellen. So, und auf Speichern. Und dann müsste normalerweise... Ja, sie wechselt hier oben die Farbe auf Blau. Und fängt tatsächlich an, ganz minimal zu drehen. Das ist immer geil. Es ist ein ganz, ganz leichtes Summen zu hören. Das ist aber wirklich ganz, ganz leise, weil es halt auch ein Schrittmotor ist. So. Und sie läuft jetzt im Prinzip 150 Milliliter über den gesamten Tag hinweg, dosiert sie jetzt kontinuierlich hinzu. Und das ist im Prinzip das, was die Pumpe tatsächlich machen soll.
Bei Kalkreaktoren müsst ihr euch natürlich im Endeffekt das Ganze ausrechnen, was da an Wasser durch soll, was da hinten rauskommt. Und diese Menge müsst ihr dann hier eintragen. Und darüber könnt ihr euch dann im Endeffekt die entsprechende Durchflussmenge und die Zufuhr dementsprechend einstellen. Unter anderem. Es gibt noch andere Schrauben, in Anführungszeichen, wo ihr dran drehen könnt, damit das mit dem Reaktor funktioniert. Aber das ist jetzt tatsächlich erstmal das, wofür diese Pumpe gedacht ist. Und ihr seht jetzt hier selber noch schon im Bild, dass sie jetzt schon 0,1 Milliliter innerhalb von einer Minute hinzugegeben hat. So könnte ich sie jetzt tatsächlich einsetzen als kontinuierliche Zuführung für mein Meerwasser oder also als Ausgleich für das, was ich sprich. Mein Absolute Ocean, dann könnte ich die zwei Kanäle von meinen Dosierpumpen, die ich jetzt noch habe, dementsprechend wegnehmen, hänge die dran und habe wieder zwei Kanäle frei für eine normale Dosierung. Ja, ich denke mal, mehr gibt es hier zu dieser Pumpe eigentlich nicht großartig zu sagen. Fällt mir zumindest nicht so ein. Der Pumpe ist es tatsächlich egal. Der Fluss ist unabhängig von der Druckänderung. Das ist ganz wichtig, was hier steht. Hochpräziser Schrittmotor, klar, logisch, das Ding läuft 24/7 durch. Die Größe und ich sag's mal, die Bauart ist halt an den entsprechenden Dosierpumpen angelehnt und da kommt's im Endeffekt auch her. Halterung, gleiches Spiel, wie wir es schon kennen. Drunter setzen, einklicken und dann sitzt sie auch schön sauber fest an der entsprechenden Stelle, wo man sie haben möchte. Wirklich ein schönes, süßes, kleines Ding. Und wird garantiert auch das tun, was sie soll. Ich denke mal, ich werde die zum Nachfüllen einsetzen. Ich bekomme demnächst entsprechende Dosierbehälter. Und dann muss ich mal schauen, ob ich irgendwo noch was über habe, wo ich dann mit dieser Pumpe dann tatsächlich kontinuierlich über den gesamten Tag meinen entsprechenden Wasserverlust durch das Messen ausgleiche. Ja, ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal die ATO ein und dann sehen wir uns gleich vom Aquarium wieder. Wie versprochen. Und falls ihr noch Fragen, Sorgen, Nöte oder unsittliche Anträge zu dieser Pumpe hier habt oder generell zur ATO, schreibt es runter in die Kommentare. Ich werde dann dementsprechend versuchen, schnellstmöglich kompetent zu antworten. Wenn ich darüber keine Ahnung habe, frage ich dann dementsprechend bei Refactory nach. Ja, also, wir schwenken rüber zum Aquarium. Bis gleich. Ja, Leute. Hat ein klein bisschen gedauert, weil ich ein bisschen was umgebaut habe. Musste ich natürlich umbauen. Hier war ja der alte Level Keeper verbaut. Die Pumpe musste raus, die Stromversorgung musste raus. Das musste alles wieder hübsch gemacht werden. Ich blende euch mal eben kurz das Bild von der Elektrik ein, wie ich die da jetzt im rechten Bereich gemacht habe. Und ihr seht mit Masse die ganzen Netzteile sind alle markiert, damit ich weiß, welches Gerät für oder welches Netzteil für welches Gerät ist oder für welchen Gerätetyp. Und ja, das hat alles ein kleines bisschen gedauert. Das Ganze musste natürlich eingestellt werden, kalibriert werden. Ich habe hier hinten jetzt einen 5 Liter Vorratsbehälter befüllt mit Meerwasser und daran läuft jetzt die CR-Pumpe. Ich habe mal ausgerechnet, bei den ganzen Messungen, die ich momentan am Tag mache, der Keeper braucht 65 Milliliter pro Messung und ich glaube, es waren 6 oder 7 Stück. Ich glaube, 6 Messungen, die ich am Tag mache. 300 und Milliliter. 3 Messungen vom Smart Tester komme ich auf 150 Milliliter dazu. Insgesamt sind es so ungefähr 540 Milliliter, die jetzt hier über die Calcium oder über die CR-Pumpe kontinuierlich wieder zurückführe ins Becken. Also 5 Liter sind hier. Nachteil an der ganzen Sache ist natürlich, die Pumpe ist natürlich nicht darauf ausgelegt, dass sie in irgendeiner Form einen Container, eine Containermenge mit drin hat. Das ist natürlich auch für diese Pumpe eigentlich nicht vorgesehen, ja, weil sie halt eigentlich an einem Calciumreaktor arbeiten soll. Und den interessiert das nicht. Der Ding, das läuft kontinuierlich jeden Tag 24/7 durch. Also da müsst ihr euch dann, wenn ihr die zweckentfremdet, so wie ich das jetzt gerade mache, müsst ihr natürlich hingehen und das im Auge behalten, beziehungsweise euch in der Erinnerung schreiben oder irgendwie im Smart Reef gibt es auch die Möglichkeit, Aufgaben einzugeben und darüber könnt ihr dann Erinnerungen machen, weil die Pumpe
arbeitet jetzt. Sie ist hier hinten blau angezeigt. Ich mache da gleich nochmal eine Zeitrafferaufnahme mit, damit man das sieht. Die ist ganz langsam am Drehen und bringt am Tag also jetzt 540 Milliliter frisches Meerwasser wieder in mein Becken rein, um das auszugleichen, was durch die beiden Messgeräte aus meinem Becken herausgenommen wurde. Ja, Levelsensor oder ATO ist auch verbaut. Ist relativ einfach gewesen, das Ganze. Ich habe ja direkt hier auf der Rückseite meinen Osmosetank von 80 Liter. Wie gesagt, ich gehe da nicht hin und schreibe rein, was in den Container Größe ich habe, weil die sich selbstständig immer wieder auffüllt. Und ich bin auch tatsächlich faul gewesen und habe meine, die ich da unten verbaut habe und die da auch sehr gut funktionieren und auch kabeltechnisch alles sauber verlegt ist, habe ich gesagt, komm, lass die alten Sensoren drin. Die tun den gleichen Job. Ist vollkommen außer Frage und ich habe jetzt eine Reserve da liegen, um wenn mit den Sensoren was sein sollte, dann tausche ich sie aus. Aber jetzt da alles auseinanderreißen, um die Sensoren da zu verbauen, ist nicht unbedingt in meinem Sinn gewesen. Ich bin faul, ihr wisst das. Fakt ist, beide machen ihren Job und entsprechende Kabelverlegungen, beziehungsweise wie es jetzt genau aussieht hier hinten, zeige ich nochmal, wo es nachgefüllt wird, beziehungsweise die Nachfüllung. Sieht so aus, dass ich die hinten in die Rückförderkammer mache, über den entsprechenden Schlauch und habe da keine mechanische Sicherung mehr dran. Weil wir hier bei der ATO A eine, ich sag mal, relativ geringe Fördermenge haben. Nicht mehr so wie jetzt bei dem alten Level Keeper, dass ich da eine Pumpe dran habe, die richtig Kasala hat. Weil hier sind so um die 60 Milliliter die Minute. So, wenn das Ding jetzt 10 Minuten läuft, sind das 600 Milliliter, die nachfüllt. Also kann ich das Ganze regeln über die Zeitsteuerung, also sprich die maximale Auffülldauer. So, das muss ich dann auskaspern, wie lange das ungefähr hält, wenn die dann selbstständig nachfüllt und dann passt das auch so ungefähr. Dann brauche ich keine mechanische Steuerung, Sicherung hinten noch zusätzlich einzubauen und dann ist das okay. Ja, das ist alles jetzt erstmal verbaut, so schaut's aus. Ich habe mir jetzt gerade eben nochmal hinten den Bereich angeschaut für den Smart Roller. Das wird ein kleines Projekt, weil ich tatsächlich hingehen muss und einiges an der Verrohrung ändern muss, damit ich das da hinten überhaupt umsetzen kann. Ich muss den Hahn ein kleines bisschen umstellen, ich muss neue Rohre da unten anbringen und. Und von daher dauert das wahrscheinlich noch ein kleines bisschen, bis ich das tatsächlich umgesetzt habe. Aber das ist jetzt erstmal abgeschlossen und ich denke, wir gehen nochmal kurz raus fürs Schlusswort. Ja, Leute, alles in allem, ihr seht, es ist mittlerweile dunkel draußen und es ist auch recht kühl geworden mittlerweile. Ich glaube, ich werde gleich erstmal den Ofen anschmeißen. Fakt ist, die neue ATO ist definitiv eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Hätte ich mir von Anfang an gerne gewünscht, sowas von Refactory. Ist natürlich, der Level Keeper an sich ist schon eine schöne Sache, wenn man, ich sag mal, seine eigenen Pumpen dran verarbeiten möchte. So, jetzt haben wir natürlich hier mit der ATO eine Nachfüllung, die, ich sag mal, gemächlich geht, weil halt die Nachfüllmenge sehr viel geringer ist, beziehungsweise vom zeitlichen her geringer ist, aber wir merken es auch nicht wirklich, weil diese Pumpe natürlich auch lautlos arbeitet. Ich habe es tatsächlich gehabt mit meinem alten Level Keeper, dass das Pümpchen, was ich da hatte, trotz Entkopplung und allem Schnick und Schnack, hat man das natürlich gehört. Und von daher bin ich eigentlich über diese Variante jetzt hier all in one, sage ich jetzt mal so, bin ich da sehr glücklich drüber, dass das halt so funktioniert. Nimmt nicht viel Platz weg, weil der Level Keeper war ja schon recht groß. Da musst du dann noch zusätzliche Stromversorgung auf 220 Volt und die, ich sag mal, die Ansteuerung für die Pumpe musste man haben und. Das ist jetzt hier natürlich alles nicht mehr notwendig, weil das halt tatsächlich alles in dieser einen Dosierpumpe, sage ich jetzt mal, die zweckentfremdet wurde oder gepimpt wurde, alles drin. So, dann haben wir noch die Dosing Pump Calcium Reaktor, also die Dosing Pump CR, die ich zweckentfremdet habe zum Nachfüllen von meinem Meerwasser, was ich halt durch die Messungen verliere.
Und ich muss eben sagen, das ist eine schöne, angenehme Sache. Man muss halt bloß seinen Behälter im Auge behalten. Dafür ist sie ja ursprünglich auch nicht gedacht. Fakt ist, sie läuft, sie ist unhörbar. Ich höre sie nicht. Entsprechend das Video mit dem Zeitraffer blende ich gleich nochmal kurz ein, dass man halt auch sieht, dass da was passiert. Also die ist ganz, ganz geringfügig, ist die sich am Drehen. Das ist wirklich ganz minimal nur. Und ja, so schaut es im Moment aus. Alles sauber verbaut. Die Refactory, das Refactory-Panel da drin wird immer voller. Also viel passt da nicht mehr hin. Da kommt, ist ja eigentlich auch nichts mehr, denke ich mal. Vorausgesetzt, die lassen sich noch irgendwas einfallen. Der Smart Feeder, der wird sowieso von oben gesteuert. Ja, und der Smart Roller, der Fließfilter, der hat da unten an den Paneelen nichts verloren. Der bezieht seinen Strom woanders her. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen und ihr konntet irgendwas mitnehmen. Solltet ihr irgendwelche Fragen zum Produkt oder generell haben, schreibt es runter in die Kommentare. Ich werde weiterhin die Geräte natürlich im Einsatz haben und ihr werdet auch sehen, dass die bei mir in den Tagebüchern werde ich darüber berichten, was passiert ist, ob irgendwas nicht in Ordnung war oder sonst irgendwie. Erfahrt ihr alles bei mir in den Tagebüchern. Entsprechenden Link setze ich mit runter zur Playlist. Und ja, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Däumchen nicht vergessen. Euer Viper. Ciao.